Jo, hallo und herzlich willkommen zu Chocolate Pie mit einer neuen Folge Retro Games aus dem Bereich Atari. Das ist so aus meiner Kindheit die Spiele. Und diese Automaten, klar, die gab es nur in Spielhallen und nicht zu Hause, in der Regel nicht. So viel Kohle haben wenige gehabt. Alles klar, die waren recht teuer, denke ich. Aber gut, wir haben hier Super Breakout. Und das dürft ihr öfter einige kennen. Okay. Jetzt gleich auch durch, hoffentlich. Den Automaten, dann kommen die Konsolendinger. Alles klar. Ja, dann stürzen wir uns mal in den Super Breakout. Das dürftet ihr kennen, glaube ich. Ja? Okay, das sieht ja schon ganz nett aus. Wir sind ein Spieler. Ich muss mal gucken. Aha. Oh, danke. Darf ich mich mal erstmal reinfuchsen? Ich meine, die Maus erstmal schneller stellen. So, nochmal. Okay, ich bin Pro. Oh Mann. Der Rick reagiert total hakelig. Oh, Tastatur linken. Noch einmal. Ich will nochmal. Kann ich mit Tastatur lenken? Ja, ich versuch's mal mit Tastatur. Vielleicht geht's besser. Alles klar, auf los. Geht besser, eindeutig. Geht eindeutig besser. Ja, der fängt ja mitten im Feld an. Wie soll ich denn da reagieren? Der verzögert. Seht ihr, das hakelt ein bisschen. Kann es sein? Ich muss noch einmal. Ey, ich bin noch nicht so weit. Wo kommt er jetzt? Da. Das ist so fies, wenn ich weiß nicht, von wo er kommt. Wenn er zumindest von oben kommen würde, hätte man Zeit, sich zu konzentrieren drauf. Aber wenn er so plötzlich erscheint. Boah, das war fies. Und der Sound dabei. Boah. Ja, einmal noch. Ich versuch's nochmal. Und dann ist auch Schluss. Oh Mann, nein, das ist nicht wahr. Ah. Okay. So. Oh. So. Ich weiß gar nicht, kann man das hier übers Internet runter, weil das bietet ja. Das ist auf Steam, ob man das dann online spielen könnte, theoretisch, mit jemandem zusammen. Das würde mich ja mal sehr interessieren. Ich müsste mal einen haben, der die Dinger auch hat. Oh. Okay. Geht los. So, den habe ich. Oh, nicht so schnell. Oh, nicht so schnell. Okay, ich kipp's auf. Oh, ich habe nicht mal die erste Stufe geschafft, ne? Ein noch. Komm. Oh. Nicht so langsam. Oh, Mist. Kann man das irgendwie auf einfach stellen? Das ist echt schwer. Bewegt sich auch nicht so ganz mit. Schwierig. Nee, ich lasse es. Also die Steuerung, ich komme da nämlich klar mit. Also nur mal gesehen zu haben. Kurze Folge halt. Vielleicht kann man ja noch ein bisschen Einstellung machen. Nee, man kann uns zum Beispiel ja. Man kann ja nichts einstellen, ne? Option? Nee, das ist. Welle 3. Variante Kraft-City. Was haben wir da noch? Progressiv. Double. City. Sprache? Achso, man hat Deutsch. Man hat Deutsch muss sein. Welle. Komm, machen wir noch einmal. Machen wir 5 Welle? 5 Welle. Okay. Machen wir nochmal 5 Welle, okay? Machen wir nochmal. So. Zurück. So. Spiele. Versuchen wir es nochmal. Alles klar, einmal noch, es geht los. Ist ein bisschen. Oh, die ging fest. Also gibt es noch Varianten, also, okay. Man kann die Punkte oben frei machen. Ich kenne das noch von Amiga. Ich glaube auf Amiga oder C64 habe ich das auch schon gespielt.
Aber Steuerung war leichter. War mit Steuerkreuz besser. Oh, ne Arsch. Na, das ist ja Arsch gewesen jetzt. Das war ja fies jetzt. Oh, das ist schnell. Ah, Mist. Okay, das reicht auch. Alles klar. Ihr habt es mal gesehen. Alles klar, ich höre auf. Ich höre schon auf. Alles klar, zum Hauptmenü. Okay, das war's. Alles klar. Dankeschön fürs Zuschauen. Und ja, wenn ihr sowas öfters gerne sehen wollt, so Retro-Spiele, dann einfach einen Daumen hoch. Und ja, ihr könnt auch in den Kommentaren schreiben, spezielle Wünsche an Spiele, die ich einfach mal anspiele. Weil ich einfach, ich wäre nicht so der Pro-Gamer. Das heißt, ich ertrage es auch nicht lange zu verlieren. Deswegen gucke ich es mir 5-mal an und dann höre ich auf. Ne? So. Ich einfach eine Kappe. Aber anspielen tue ich das auf jeden Fall gerne. Und ja, wenn ein Spiel, wo ich dann so ein bisschen die Drill raus habe, dann spiele ich das noch länger. Also so ist es ja nicht, ne? Also, das war super Breakout. Also kauft euch diesen Automaten unbedingt. Stellt ihn euch in euer Wohnzimmer. Es ist geil. Ja. Braucht kein Mensch mehr. Ich glaube, jedes Handyspiel ist agiler. Das mit der Steuerung, das war hier überhaupt nicht gut. Ich habe das Gefühl, so richtig 1:1 übernommen hat er meine Maus nicht. Naja. Okay, ich bin weg. Ciao, bis zur nächsten Folge. Bis demnächst und lasst euch ein Like da und so. Ja. Gut, ich bin weg. Ich glaub, ich bin weg.